Das letzte Saisonspiel der 2013-14 in der zweiten Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld bleibt als ein Highlight der deutschen Fußballgeschichte in Erinnerung. Dieses Spiel, das im Rudolf-Habich-Stadion stattfand, war nicht nur ein entscheidendes Duell um den Klassenerhalt, sondern auch ein Ort intensiver Fanreaktionen und dramatischer Ereignisse. Am letzten Spieltag der Saison 2013-14 standen sich Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld im Rudolf-Habich-Stadion gegenüber. Dynamo Dresden stand am Abgrund und benötigte einen Sieg, um den Abstieg in die Drittensliga zu vermeiden. Arminia Bielefeld hingegen trat mit dem Ziel an, ihre Chance auf die Relegation zu wahren. Die Partie begann angespannt, doch die Situation eskalierte dramatisch, als Arminia Bielefeld in der 63. Minute das 2:0 erzielte. Dieses Tor brachte die Dynamo-Fans, die im K-Block ihren Unmut zeigten, an den Rand der Verzweiflung. In der Folge kam es zu massiven Ausschreitungen auf der Tribüne, Böller wurden gezündet und Pyrotechnik abgebrannt. Diese Aktionen führten zu einer Unterbrechung des Spiels, die etwa 15 Minuten dauerte. Nach der Unterbrechung zeigte Dynamo Dresden eine beeindruckende Reaktion und erzielte den Ausgleich zum 2:2. Doch die Hoffnung auf ein Wunder währte nicht lange. In der 71. Minute erzielte Przybylko das entscheidende Tor für Arminia Bielefeld, das den endgültigen Abstieg von Dynamo Dresden besiegelte. Nach dem Schlusspfiff präsentierten die Dynamo-Fans im K-Block ein großflächiges Spruchband mit der Botschaft: Ihr habt eine Stunde, die Stadt zu verlassen. Dieses Banner richtete sich nicht an die Fans von Arminia Bielefeld, die ihren Erfolg im Gästeblock feierten, sondern war eine deutliche Botschaft an die Spieler von Dynamo Dresden. Auch deshalb eskortierten Sicherheitskräfte später die Dresdner Spieler vom Gelände und der Mannschaftsbus der Bielefelder wurde bei der Abfahrt begleitet. Ein Großaufgebot von 1000 Polizeibeamten sorgte für Ordnung rund um das Rudolf-Habich-Stadion und auch in der Stadt. Die Präsentation des geschmuggelten Spruchbands sorgte für zusätzliche Kontroversen. Dynamo Dresden begann sofort, das Videomaterial zu überprüfen, um sowohl die Verantwortlichen für das Zünden der Pyrotechnik als auch die Urheber des Spruchbands zu identifizieren. Hey Leute, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass unser offizieller Kanal von YouTube unerwartet entfernt worden ist. Doch aus der Asche erhebt sich ein neuer Kanal, der unseres neuen offiziellen Zuhauses wird. Bitte abonnieren Sie, damit Sie keine Videos verpassen.